stehe auf, zieh mich an und gehe raus. Kaffee in der Hand, jetzt bin ich wach und gut gelaunt. Mach mich auf den Weg, Musik in die Ohren und begrüße die Kollegen im Zentrum für Senioren. Bitte machen. Wow. Wer braucht was, wo und wann, wie viel, wovon, für wen? Ich lese die Liste 10-mal durch, versuche es zu verstehen. Hoffentlich habe ich nicht irgendwen vergessen, denn für alle ist sehr wichtig. Pünktlich Mittagessen! Danach in der Berufsschule. Thema Patientencheck. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich habe das nicht gecheckt. Kontraktoren, Pneumonie, Sore, Parotitis, Dekubitus-Prophylaxe. Hä? Arten von Injektionen sind intrakutane Injektionen, spontane Injektionen. Natürlich habe ich das gelernt, verstanden habe ich's auch. Aber irgendwie sieht in der Praxis alles anders aus. Gut, zum Glück geschafft. Ich wusste, ich kann das hier auch nur schlappe 1500 Pflegestandards. Einfach zum Berauchen. Eine stört das grelle Licht, ein anderer ist schlecht gelaunt und nimmt seine Tabletten nicht. Jeder will was anderes und zu allem Überfluss sagt mir mein Chef, dass ich einspringen muss. Ein Patient kriegt keine Luft und drückt den Notrufschalter. Als Azubi bin ich der Notrufschalter-Verwalter. Ich renne, um zu helfen und spare dabei einfach so Zeit und Geld für ein teures Fitnessstudio. Egal, wo man hinschaut, alles ist hier Hightech. Natürlich weiß ich, was man wo, wie, rum, warum einstellt. Alles piept, alles blinkt, alles verwirrend aus. Für mich ist das ganz normale Alltag hier im Krankenhaus. Ein Punkt ist sehr wichtig, die Generalistik. Jetzt muss ich schon mal nachfragen, habe ich das richtig verstanden? Dass Generalistik bedeutet, dass ich im Krankenhaus, im Seniorenzentrum, in der ambulanten Pflege und in der Kinderpflege arbeite und mich nach der Ausbildung erst entscheide, was ich davon eigentlich wirklich machen will? Ja, genau. Und außerdem ist der Abschluss als Pflegefachfrau und Pflegefachmann europaweit anerkannt. Cool, wa? Ambulante Pflege, nächste Station, mein Multitasking-Talent tritt hier mal wieder in Aktion. Hier muss ich Medikamente geben, Blutzucker messen, Wunden versorgen, Kompressionsstrümpfe anziehen, Temperatur messen, quatschen, Kaffee trinken, Kuchen essen, Fernsehen, stricken, dann sitze ich noch gemütlich im Sessel und wir trinken Cocktails. Das nicht, aber schön wär's. Hier erlebe ich Momente, wo Leben lebenswert ist. Auch wenn manches Schicksal schwer ist, weiß ich, dass es mir wert ist, verantwortlich zu sein für Menschen, für Leben und reiche Dinge tun, die voll den Sinn ergeben. Was mir wirklich wichtig ist und was mir hier gefällt, ist, dass ich Menschen helfen kann, denn das ist das, was zählt. Ich kann sagen, dass ich hier noch keinen Tag bereue, denn da zu sein für Menschen lohnt sich jeden Tag aufs Neue.